Das ist Nicole. Nicole ist eine hervorragend ausgebildete Informatikerin mit sehr guten Kenntnissen auf ihrem Gebiet. Sie verfügt auch über soziale Kompetenz und passt perfekt auf die Stelle, auf die sie sich heute bewirbt. Das ist Adrian. Adrian ist Personaler und hat Nicole heute zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Adrian ist sehr begeistert von Nicoles Fähigkeiten und ihrer Art. Leider kann Adrian Nicole nicht einstellen. Zwar war sie in der engeren Auswahl mit zwei weiteren Kandidaten, jedoch hat sich Adrian subjektiv für einen anderen Bewerber entschieden. Adrian kann Nicole zwar nicht einstellen, aber er kann ihr einen Empfehlungscode zuschicken, der Nicole bei den Partnern der Community itsachs.de als ausgezeichneten Bewerber empfiehlt. Denn Nicole hat gute kommunikative Fähigkeiten, sie besitzt die fachliche Kompetenz, die am Markt gesucht ist und hat diese auch im persönlichen Gespräch nachgewiesen. Außerdem passt ihr Profil zu den angebotenen Stellen der Partnerunternehmen. Adrian hätte Nicole am liebsten selbst eingestellt. Der Empfehlungscode selbst enthält weder persönliche Daten noch fachliche Informationen. Mit dem Empfehlungscode, den Adrian Nicole im Absageschreiben zugeschickt hat, kann Nicole sich mit seiner ausdrücklichen Empfehlung nun bei allen Partnern der itsachs.de-Community bewerben. Der Empfehlungscode ist Nicoles Schlüssel zum Erfolg. Die Mitglieder von itsachs.de bevorzugen empfohlene Kandidaten. Diese Kandidaten erhalten innerhalb von 7 Tagen ein qualifiziertes Feedback. Auf dem Online-Portal www.itsachs.de hat Nicole den besten Überblick über alle IT-Stellen in Sachsen. Dort hat sie eine Stelle gefunden, für die sie die perfekte Besetzung ist. Im Bewerbungsformular auf itsachs.de hat sie den Empfehlungscode von Adrian eingegeben. Und dank der Empfehlung hat sie schnell ein neues Bewerbungsgespräch. Das ist Thomas. Thomas ist hier Personaler. Nicole hat heute ein Bewerbungsgespräch bei ihm. Thomas ist fasziniert von Nicoles fachlichem Können, ihrer professionellen Art und ihrem Auftreten. Nicole ist genau die, die er für die offene Stelle gesucht hat. Thomas wird Nicole einstellen und beide sind darüber sehr glücklich.